Servus ihr Lieben und hallo Freunde des gepflegten Brettspiels. Ja, es ist mal wieder soweit. Heute geht's an den The Pile of Future Glory. Und zwar an meinen. Heute, wie immer, dabei der Benny. Hallihallo. Und der Dennis. Hi. Hallo Jungs, schön, dass ihr wieder da seid. Ich glaube, wir kommen gleich zur Sache, damit ihr auch nicht so lange auf die neuen Spiele warten müsst, die dann wieder auf den Pile kommen. Es sind bei mir wieder ein paar geworden, aber nicht ganz so viele wie letztes Mal. Ich wollte gerade fragen, die große Frage ist ja, kannst du die neuen Spiele vom letzten Mal noch toppen? Dann wäre dein Pile leer, oder? Ja, dann müssten wir uns eh was Neues einfallen lassen. Also für nächstes Mal dann, mache ich einfach den Pile leer, okay? Genau. Ist in Ordnung. Challenge also es accepted. Kommen erst ein paar Sachen, die schon angekündigt gewesen sind. Also ihr habt ja vielleicht meine Aufgetischt-Videos geschaut, deswegen wisst ihr auch schon, der Dennis hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe ja auch schon über Ginkopolis erzählt. Also hier jetzt nochmal kurz zusammengefasst. In Ginkopolis, das ist so ein bisschen Drafting und ein City-Bauspiel, Tile-Laying würde ich jetzt nicht sagen, man baut so eine Stadt. Das Thema ist für mich ziemlich aufgesetzt, aber es ist von den Mechaniken her trotzdem ziemlich fluffig. Wir haben es mal zu viert gespielt und zu zweit gespielt. Zu zweit gibt es so ein paar kleine Regeländerungen, aber das fand ich nicht so cool, weil es doch auch darum geht, dass man Mehrheiten in verschiedenen Bezirken hat. Und das ist natürlich in einem Spiel, wo mehr Leute dabei sind, irgendwie auch immer spannender. Ja? Mhm. Und deswegen würde ich sagen, zu dritt geht es wahrscheinlich auch noch ganz gut, aber zu viert ist optimale Besetzung. Es spielt sich relativ schnell und es zieht nicht aus meiner Sammlung aus. Bleibt da, cooles Spiel. Benny, es war dein Wunsch, richtig? Ich glaube ja. Wenn ich mich recht entsinne, war das mein Wunsch, ja. Also er hatte mir vorweggenommen. Also, und Flo, solltest du uns das nächste Mal heimsuchen, bring's mit, möchte ich ausprobieren. Ja, definitiv. Kann ich gerne machen. Genau, es steht ja an, immer noch. Also ich hab ja tatsächlich einen kleinen Besuch geschafft, beim Dennis mal eben kurz vorbeizuhuschen für 2 Stunden. Stimmt. Ja. Aber das war zu spontan und deswegen hat sich da nicht mehr ergeben. Aber ist fest versprochen, ich komme möglichst bald mal vorbei. Ja. Wie war das? Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, Spiel Nummer 1. Dann das zweite Spiel, das ich schon angekündigt hatte. Fayou, das habe ich ja vom Ralf bekommen, das hat ihm nicht so gut gefallen, deswegen habe ich es zu einem super Preis bekommen und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich hatte ja auf der Messe schon so ein bisschen damit geliebäugelt, wo es rausgekommen ist und viele Leute sagen ja auch, es ist so ein ultra hässliches Spiel. Es ist jetzt kein schönes Spiel, das ist richtig, aber ich finde, es hat so ein bisschen so einen alten Charme. Also wie die Spiele früher halt, ja, du hast Holzfiguren, der Plan ist jetzt nicht so mega aufwendig gezeichnet, vielleicht so ein bisschen so wie Tikal, jetzt nicht vom Stil her, aber halt so vom Detailgrad, würde ich sagen. Und es sind ein paar sehr clevere Mechanismen drin. Okay. Es geht ja darum, das ist ein Flussdelta, da gibt es die Region, heißt Fayum und du willst halt da der größte Baumeister werden und deswegen baust du da Städte, Dörfer, verschiedene produzierende Gewerbe, du baust Straßen und versuchst das alles irgendwie miteinander zu verbinden. Davor musst du es entwässern und die Krokodile loswerden. Hm. Und das Ganze machst du über Karten. Jeder startet mit dem gleichen Kartenstapel und du suchst dir immer Karten aus, die du spielst und legst die auf einen Stapel. Und der Stapel wächst und wächst und wächst und wächst. Und dann gibt es quasi eine Regenerationsphase im Endeffekt. Da spielst du keine Karten, sondern nimmst wieder Karten auf. Und zwar nimmst du die von oben vom Stapel auf. Das heißt, die Reihenfolge, in der du die Karten ausspielst, ist sehr wichtig, weil je weiter unten die Karte liegt, desto teurer wird es für dich, die wieder zu bekommen. Okay. Ja? Außerdem gibt es wie in Funkenschlag, was ich auch erst einmal gespielt habe, aber ich glaube, es ist wie in Funkenschlag, gibt es einen Markt, wo neue Karten ausliegen und zwar sind die nach den Kosten sortiert. Nicht nach den Kosten, sondern nach den Nummern auf den Karten. Das heißt, der Kartenstapel ist auch so designt, dass am Anfang bestimmte Karten kommen und gegen Ende bestimmte Karten kommen. Was ich super cool finde, weil zum Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem die Diskussion bei Dune, ist es ja zum Beispiel nicht so, da kommen die Karten ja irgendwie beliebig, aber es gibt Karten, die sind am Anfang des Spiels gut und es gibt welche, die sind am Ende des Spiels gut. Und es ist aber halt völlig beliebig, was gerade kommt. Und Fayum umgeht es halt. Deswegen finde ich das echt cool. Ich habe es zweimal zu dritt gespielt. Es spielt sich am Anfang relativ schnell, aber zieht sich hinten raus. Also es gibt eine Phase, da zieht sich das Spiel ein bisschen und dann ist es plötzlich vorbei. Ich weiß nicht, habt ihr Fayum schon auf dem Schirm irgendwie gespielt, irgendwas schon mal drüber gehört?
Ich fand das Cover ganz cool und hab's natürlich mal gedacht, mal, ne, Friese ist halt immer so Hit and Miss. Aber ja. Es ist so, es wären, gut, nochmal kurz zurückspulen, der Markt. Wenn man aus dem Markt Karten rauskauft, werden die wieder aufgefüllt. Und sobald der gesamte Stapel leer ist, ist das Spiel quasi vorbei, weil die letzten Karten, die drinnen sind, das sind dann so eine Dürre und Naturkatastrophen. Mhm. Und wenn die alle ausliegen, dann ist das Spiel fast vorbei. Also man kann diese Regenerationsphase nicht mehr machen. Und wenn man da vom Timing her blöd dabei ist und du kriegst gerade, wärst kurz vor deiner Regeneration, dann wird diese Naturkatastrophe gezogen, dann bist du quasi einfach raus aus dem Spiel. Und die anderen können noch weiter ihre Karten ausspielen. Das ist ja ein bisschen frustrierend, deswegen ist es bei Fayum ganz wichtig, dass man, also das erste Spiel geht man meistens einfach unter, weil man diese Zusammenhänge einfach nicht versteht. Aber schon beim zweiten Spiel weiß man das einfach und dann macht es gleich viel mehr Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob es so ein paar dominante Karten gibt, die besonders stark sind. Okay. Das kann ich noch nicht nach dem zweiten Spiel sagen, aber ihr hört es schon, also es wird auch nicht ausziehen. Fayum finde ich super cool. Und tatsächlich auch gar nicht so hässlich. Ich meine, es sind Holzkrokodile drin. Das ist doch auch cool. Wow, okay, ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ihr schreibt einfach zwischen, wenn ihr Kommentare zu den Spielen habt. Mhm. So, ich habe noch, einen anderen Kommentar. Wir haben nämlich vergessen, dem Dennis bislang sein Spiel aufzuerlegen, was er spielen muss. Ja, das Community stimmt. Voting. Ich glaube, das schieben wir jetzt hier mal ganz dreist an dieser Stelle kurz zwischen. Wir unterbrechen die folgende Sendung durch einen kurzen Werbeblock. Lieber Dennis, was hat dir die Community denn aufgelegt? Tja, es war ein sehr eindeutiges Ergebnis, würde ich mal sagen. Und ja, gut, das ist natürlich auch fies, dass der Titel relativ frisch eigentlich auch war. Und sagen wir es mal so, Dingsbums Fishing hier war nah dran, aber es war tatsächlich okay. Merchant's Cove. Cool, ja. Das heißt, Merchant's Cove ist der Community-Titel, den ich jetzt spielen muss. Ja, stelle ich den nochmal hier hin. Und ich freue mich natürlich drauf und werde das bei der nächsten Gelegenheit auch mal tun, ne, Benny? Jo. Natürlich, Flo, wenn du derzeit auch kommst. Man weiß es ja nicht, dann natürlich mit dir. Ja, du hast wahrscheinlich, wie lange hast du noch Zeit, bis du spielen musst? Nur 6 Wochen. 6 Wochen, ja gut, das könnte vielleicht tatsächlich sogar funktionieren. Ja, cool. Ja, ja. Also wenn, wäre ich natürlich sofort dabei. Cool. Interessiert mich auch. Ja, sehr schön. Kommen wir aber zu meinem nächsten Spiel. Wobei die Frage ist, ob man das wirklich als Spiel bezeichnen kann, weil es ist ja eher so ein Hobby in sich schon. Und zwar habe ich Magic gespielt. Commander. Ich hatte ja das Glück, dass ich, während ich im Entertainment gearbeitet habe, ein bisschen mit Magic in Berührung gekommen bin. Ich habe dann auch Magic Arena gespielt, also das Online-Format, und fand das schon immer ganz nett. Aber ich hatte immer keinen Bock auf das Deckbauen. Das ist mir einfach zu müßig. Ja, dafür macht es mir auch nicht genug Spaß und man müsste sich halt richtig krass reinarbeiten. Und deswegen habe ich mir einfach... Und was? Geld rein versenken, jede Menge. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also den Kommentar hatte ich auch unter meinem Video, dass ich habe gesagt, dass Magic doch eine Geldvernichtungsmaschine ist. Ich muss da ein bisschen zurückrudern. Es ist nur zum Teil so. Natürlich kosten Magic-Karten... Man kann viel Geld für Magic-Karten ausgeben. Aber das macht man in den meisten Hobbys. Also Warhammer ist genauso ein Geldversenkspielmaschine, genauso wie normale Brettspiele. Aber man kann ja auch mit Magic tatsächlich Geld machen. Und manche spielen es ja auch gar nicht so krass. Also wenn du nicht auf die Turniere gehst, okay, sondern dir ab und zu mal so eine Box kaufst und dann draftest, dann geht es tatsächlich. Dann gibst du halt irgendwie in der Freundesgruppe zu viert mal alle 2-3 Monate ein Huni aus. Und das ist jetzt für ein Hobby auch nicht so mega viel. Ja. Also, geht. Ja, also es gibt da deutlich schlimmere Hobbys. Wenn du in München feiern gehst, dann versenkst du am Abend auch gerne mal 100 Euro und dir geht es am nächsten Tag nicht so gut, wie wenn du irgendwelche coolen Karten aus deinen Magic-Boostern rausziehst. Wobei ich aber sagen muss, dass ich auch mal so ein Magic-Starter-Set hatte und dann habe mir halt so noch über eBay damals noch so ein paar Extra-Karten gekauft und das konnte ich dann so spielen, wie es war. Und das hat jetzt auch... Das Deck war umsonst, das Starter-Deck. Und da war Schwarz und Grün dabei, glaube ich. Ja. Reicht. Also je nachdem, was man halt für Ansprüche hat, klar. Genau. Also wenn du nicht competitive spielst, sondern nur mit Freunden, dann ist es tatsächlich
kann es relativ günstig sein. Aber sobald du competitive spielen willst, gibst du da, also da musst du dich wirklich damit beschäftigen, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Ja. Genau. Da ich mich nicht so mega viel damit beschäftigen will, habe ich mir einfach Commander gekauft. Die sind schon vorsortiert, da sind 100 Karten drin, mit denen kannst du direkt aus der Box raus spielen. Ich habe mit Matthias gespielt, ein Kumpel von mir, der hat früher auch Turniere gespielt. Und deswegen dachte ich, da bin ich mal in guten Händen. Natürlich hat er mich ziemlich platt gemacht, war zu erwarten. Und wir sind nicht annähernd durch diese 100 Karten durchgekommen. Also ich glaube, wir haben so 30 Karten davon haben wir gespielt. Wir haben sie uns auch nicht davor angeschaut, dass wir irgendwie uns spoilern lassen, wobei das vielleicht Sinn gemacht hätte, damit man weiß, was sein Deck macht. Mhm. Aber so habe ich einfach mal reinschnuppern können und habe gesehen, Magic kann mega komplex sein, also wie die Karten zusammenhängen, Timing-Geschichten, Entscheidungen, lasse ich jetzt mein Monster angreifen oder lasse ich es mich lieber schützen. Mhm. Also da steckt wahnsinnig viel drin und Chapeau die Leute, die Magic richtig gut spielen und das drauf haben und dann auch diese, keine Ahnung, wie viele Zilliarden Karten kennen. Ja, ist auch typisch, pro Version gibt es ja immer wieder neue Mechanismen und was auch immer und das wird dann schon so... Ja. Das Coole ist ja tatsächlich auch bei den ganzen neuen Sets, die sind ja immer irgendwie thematisch und jetzt ist so eine nordische Packung rausgekommen, die finde ich schon ganz cool und die Karten schauen echt wunderschön teilweise aus. Also auch die alten Karten finde ich vom Artwork her richtig cool. Aber ich glaube, es ist mir tatsächlich zu müßig. Also das, was es mir dafür gibt, für die Zeit, die ich auch selbst da jetzt rein investiere, weil ich glaube, wir haben 3 Stunden dafür gespielt, dafür macht es mir dann auch nicht genug Spaß. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich mal einen Draft oder irgendwie sowas mit ihm, dass er mir die anderen Formate nochmal zeigt, dass ich dann später mal in Commander reinkomme. Aber zum Starten, glaube ich, ist Commander einfach das Falsche. Das überfährt einen mit Komplexität und wenn du gegen jemanden spielst, der es auch kann, dann macht er dich einfach weg. Also musst so viel beachten. Ja, und es dauert auch, weil du hast ja doppelt so viele Lebenspunkte wie normal. Das dauert dann halt auch einfach ewig. Ja. Und wir haben es nur zu zweit gespielt. Das kann man ja, glaube ich, eigentlich zu viert spielen und dann... Wobei es für 2 ausgelegt ist, aber ja. Genau, Magic ist für 2 ausgelegt, aber Commander ist, glaube ich, tatsächlich extra für 4 auch entwickelt worden. Aber kann natürlich auch sein, dass ich mich da täusche. Magic fliegt erstmal nicht aus meiner Sammlung raus, aber ich bin noch nicht ganz warm geworden damit. Okay. Genau. Wäre allein schon mal ein Riesentalk. Magic und andere Trading Card Games. Also da habe ich auch so in der Vergangenheit einiges gespielt und gerade auch eine gute Zeit Magic gespielt und mich da mit 1, 2, 3 Editionen sehr intensiv befasst. Und da haben wir auch 2, 3 Draft-Turniere gespielt, beziehungsweise eigentlich sogar Sealed, nicht mal Draft, so rum, aber im Freundeskreis, dass wir wirklich hergegangen sind, hier jeder macht seine paar Päckchen auf und stellt daraus dann quasi ein Deck zusammen. Ich hatte dann das Glück, dass ich quasi sehr viel Rot-Grün drin hatte und ein rot-grünes Starterdeck mir gekauft hatte und konnte dann quasi dieses Starterdeck über 2 Seals bzw. einen Draft so schön hochpowern, dass ich damit schon, ich sag mal zumindest im Bereich Kitchen Table Magic recht kompetitiv und gut mithalten konnte. Aber in dem Moment, wo jemand kommt mit einem turniertauglichen Deck und selbst wenn es nur ein richtig popeliges ist, dann hat er mit mir den Boden aufgewischt. Also da ist nichts mehr zu holen. Ja. Dessen muss man also sich bewusst sein. Wenn das Level, wenn man auf gleichem Level ist, passt das. Ja. Wunderbar. Dann reichen auch 2 so Starter-Decks und man holt sich irgendwo eine Handvoll Booster und guckt, was man da reinpacken kann. Thema gegessen, passt. Ja. Genau, also du würdest dann auch meine Ausführungen unterstreichen, oder? Das passt so. Ja, ist halt wirklich immer die Frage, auf welchem Level bewegt man sich. Wenn man wirklich jemanden im Freundeskreis hat, der kompetitiv spielt und auch auf Turniere geht und man erhofft sich da mithalten zu können, vergiss es, dann kommt man unter 300, 400 Euro gar nicht weg, ohne überhaupt, also um ein Deck zusammenzubauen. Und dann macht es wenig Sinn. Ja. Genau. Ich fand es lustig, dass ich die 7. Edition, die gab es als Starter-Pack, einfach so als Werbegeschenk. Nee, man musste, glaube ich, so einen Zettel ausschneiden und dann die schicken und dann haben sie das zugeschickt. Und da war eine CD mit der PC-Version drauf und ich habe nur die gespielt. Ich hatte halt keinen wirklichen Partner, mit dem ich spielen konnte, sage ich mal. Und ich glaube, 1 oder 2 Mal habe ich mein Deck gespielt, aber sonst habe ich irgendwie nur das PC-Ding einfach durchgespielt. Aber es ist ja dann schon auch ein bisschen her bei dir, oder? Ja, ja. Ja. Also, ja, bei mir liegt das auch schon 5, 6 Jahre zurück. Nee, eher 7, 8. 5. Nee, 7. war es, glaube ich. Ja. Magic gibt es ja auch schon ewig. Ja, sehr lange. 20 Jahre oder so? Also schon lang, richtig lang, ja. Ewig, ja. ewig. Kommen wir zurück zu unserem Hobby. Dennis, dein auferlegtes Spiel habe ich natürlich auch gespielt.
Aha, jetzt bin ich gespannt. Argent. Ja. Ich finde es zu cutthroat, also zu fies. Ja? Also es gibt ja dieses, also es ist ja ein Worker-Placement-Spiel, man hat verschiedene Magier und es gibt verschiedene Räume, die man kann. Und es geht ja darum, die Leitung von dieser Schule zu übernehmen, aber du weißt nicht, was du eigentlich tun musst, also was deine Ziele sind, ob du besonders viele Sprüche haben musst, ob du besonders viel Ruhm haben musst. Das musst du auch erst im Laufe des Spiels rauskriegen, weil je nachdem, welche Lehrer abstimmen, wer dann der neue Direx wird, wer dein Spiel ist, musst du halt andere Sachen erfüllen. Und so platzierst du halt immer deine Magier und die Magier, die du zur Verfügung hast, haben unterschiedliche Farben und dadurch unterschiedliche Fähigkeiten. Und es gibt unter anderem die roten Magier, die kannst du platzieren, um andere Magier von ihren Plätzen rauszuballern und dann kommen sie ins Krankenzimmer. Und da kannst du schon richtig fiese Sachen machen und in der Runde, wo ich gespielt habe, da hat keiner diese roten Magier genommen. Also wir, irgendwie wollten wir uns nicht gegenseitig rausballern. Also du musst schon einen gewissen... Also es ist schon sehr cutthroat competitive, wenn du es richtig spielen willst. Und ich glaube, so ist es auch gedacht. Und wenn du das Element weglässt, dann ist das Spiel nicht so gut, wie es eigentlich wäre. Ich habe gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wie, ob ich es damals auch so krass fand. Das ist schon so ewig her. Aber ich fand es von der Idee und von der Mechanik ganz interessant, aber... Ja. Also das Coole ist halt, dass du quasi unterschiedliche Worker hast, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und dann hast du ja auch also bei dem Spiel gibt es relativ viele Ebenen. Es gibt die verschiedenen Räume, die ihre Fähigkeiten in verschiedenen Stufen haben. Es gibt verschiedene Zaubersprüche, die du noch haben kannst. Es gibt Artefakte, die du haben kannst. Es gibt Helfer, die du haben kannst. Dann gibt es die unterschiedlichen Worker. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählt habe. Und also es gibt halt irgendwie 5 Stellschrauben, die du beeinflussen kannst und die du aber auch im Auge behalten musst. Also es ist, die Optik, finde ich, täuscht ein bisschen drüber hinweg. Das ist ja so ein bisschen nettes Harry Potter-Theme. Da steckt schon deutlich mehr dahinter. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man genau das nicht ausreizt, dass man auch andere Leute wegballern kann, dann macht das Spiel nicht so viel Spaß. Und ich bin tatsächlich auch einer, der nicht so gerne Leute wegballert. Das heißt, wahrscheinlich ist das einfach nicht das richtige Spiel für unsere Runde. Zumindest in der Runde, wo ich es gespielt habe. Ja, weil ich bin dann immer total genervt, wenn ich eigentlich einen coolen Zug geplant habe und dann ballert mich einer von dem Platz weg und dann klappt es halt irgendwie nicht. Ja, da ist einfach die Player-Interaktion, die negative ist mir da ein bisschen zu hoch bei dem Spiel. Ja, sorry Dennis. Ich glaube, es fliegt raus. Jetzt weiß man es, ne? Dafür haben wir das Format. Ich würde es, glaube ich, mit dir nochmal spielen, wenn ich bei euch bin. Dann können wir das gerne nochmal auf den Tisch bringen. Und dann treffe ich meine finale Entscheidung, ob es rausfliegt oder nicht. Okay. Ist okay. Ja. Also mich hat tatsächlich jetzt auch abgeschreckt, tatsächlich negative Player-Interaktionen. Also gerade wenn es wirklich so in diese Richtung geht, dass es so richtig dieses fiese Gegeneinander ist. Das ist normalerweise auch nichts, was ich präferieren würde am Spieltisch. Genau, also, aber es ist halt meine Interaktion, Interpretation davon. Also es darf Interaktion am Tisch ist gut, das macht natürlich auch gute Spiele aus, aber kein Spiel, wo man quasi dem anderen aktiv was zerstören kann, wo dann derjenige vielleicht für eine komplette Runde rausgenommen wird und sich mit einer Behilfsaktion über Wasser hält, um überhaupt was machen zu können, das finde ich immer etwas unglücklich. Das fühlt sich so wie stellenweise, also wie so temporäres Player Elimination an. Das ist aber das, was mich so ein bisschen irritiert, weil ich mag das ja eigentlich auch nicht. Aber ich fand es damals, keine Ahnung, nicht so schlimm oder es kam nicht vor, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber ja. Kann sein. Also man kann natürlich auch was dagegen tun, aber es ist halt dann aufwendig, dagegen was zu tun. Und wenn man keine negative Player Elimination mag, dann fallen natürlich auch wahnsinnig viele andere Spiele weg. Ich meine, oder also negative Interaktion, nicht Player Elimination. Ja. Ich meine, alleine Schach, da schlägst du den anderen die ganze Zeit. Schach ist auch nicht mein Spiel. Ja. Aber diese ganzen richtig krass konfrontativen Spiele, die fallen halt dann alle weg. Und das ist ja auch nichts, was ich gerne spiele. Wobei die Frage natürlich ist, für wie viele Spieler ist es tatsächlich? Ich habe tatsächlich schon Spiele erlebt, wo ich sage, zu zweit finde ich so direkte Player-Interaktion, die auch fies ist, nicht so schlimm.
Weil man spielt wirklich eins gegen eins und hat nicht diese, dieses, wie soll ich sagen, dieses, diese Balance, die man halten muss oder die sich einstellen muss. In dem Moment, wo ich zu dritt bin, habe ich quasi so ein Dreieck der Balance. Wenn jetzt, wenn jetzt quasi Spieler 1 auf Spieler 2 geht, Spieler 2 dann quasi nichts machen kann, Spieler 3 dann wieder auf Spieler 2 geht, dann ist Spieler 2 quasi komplett eliminiert, weil 2 gegen ihn spielen. Habe ich das Ganze quasi mit 4 Spielern, Spieler 1 geht auf Spieler 2, Spieler 3 geht auf Spieler 4 oder wie auch immer, dann hält sich das eher schon die Balance, als wenn ich eine ungerade Spieleranzahl habe. Und das ist oft dann das, wo es stark von der Spieleranzahl abhängt, wo ich sage, hey, zu zweit ist es okay, kein Problem, weil das spiele ich ja sowieso direkt gegeneinander, egal welches Spiel ich spiele. Aber hängt natürlich auch stark vom Spiel ab. Also, um das jetzt nicht weiter auszuführen, vielleicht wäre das auch mal ganz interessant als Talk. Ja, ich sehe schon. Weil man geht ja noch immer... Okay, wir lassen das Thema jetzt hier, aber vielleicht können wir nochmal irgendwie... weil das würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, genau. Das geht in die Richtung Talk-Thema Skalierbarkeit bei Spielen und Balancing abhängig der Spieleranzahl. Genau. So, also, wenn ihr es sehen wollt. Bleibt noch kurz, aber mal schauen. Bleibt noch kurz. Ist angezählt. Bleibt noch, das ist angezählt, genau, das ist gut. Eins, Mülleimer. Wollt ihr jetzt eins, das bleibt, oder wollt ihr jetzt noch eins sehen, das geht? Ich habe noch Beispiele. Eins, das geht. Eins, das geht. Ja, komm, hau raus. Was geht? Vinyos geht. Vinyos geht. Und zwar geht Vinyos, weil es aus meiner Sicht unnötig kompliziert ist. Ja. Es hat, wie in Lacerda üblich, relativ viele Ebenen. Und ich finde, die sind nicht so schön miteinander verknüpft, wie zum Beispiel bei Lisboa. Mhm. Das finde ich, ist von den Spielen, die ich von ihm bisher gespielt habe, ist so mein Lieblingsspiel. Ich habe On Mars noch nicht gespielt. Es steht so präsent bei dir im Regal. Ja, ich weiß, das hab ich nur wegen dem Cover gekauft. Natürlich. Genau. Das ist aber ein tolles Cover. Man hat es ja, weißt du. Also. und bei Vinyos ist es halt eben nicht so. Vielleicht liegt es daran, dass es auch ein älteres Design von ihm ist. Oder dass ich nicht die gestreamlinete Version habe. Ich weiß nicht, Benny, du hast die gestreamlinete Version schon gespielt? Nee, Dennis. Also die neue? Dennis, ich. Okay. Das ist nicht die, wo es so eine Weinfair am Schluss gibt, sondern das ist die alte, die mit den... Doch, ich habe auch, da gibt es auch eine Weinmesse am Schluss. Also am Ende jedes, am zweiten Jahr, am vierten Jahr und am letzten Jahr gibt es eine Weinmesse. Also dreimal im Spiel. Ich glaube, es müsste dann schon die neue sein. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Editionen. Es gibt quasi die alte Edition, es gibt die neue Edition und es gibt die Deluxe-Edition, die Regeln von der alten Edition und von der neuen drin hat. In der Deluxe ist beides drin. Das heißt... Das ist 2010 und 2013, glaube ich, sind die zwei Versionen. 2014 oder sowas, ja. Ja. Dann ist das also die neue Version, also die zweite Version? Ja, müsste sein, ja. Aber nicht Deluxe. 2016 kam eine neue raus. Ja, es gibt die 2010er und die 2016er, wenn ich das richtig sehe. Hier gerade mal beim Kurzschauen. Ah, das 16 war es. Ja, so rum. Ja. Also es ist auf alle Fälle, es gibt diese Weinmesse. Ich finde, es fühlt sich trocken an. Und, aber ich finde es teilweise trotzdem thematisch, weil du ja quasi diese, die Leute, was sie wollen, und dann versuchst du ja eben diese Sachen zu erfüllen, sage ich mal, was sie da haben wollen. Also ob sie jetzt den Rotwein oder lieber das haben wollen. Und dann gehst du ja weiter auf diesen separaten Track, sage ich mal. Ja, schon, klar. Aber das ist ja nur quasi zum Einsetzen der Fässer. Ja. Genau, und wenn du da eh schon deine Fässer drauf hast, dann ist, also du kannst ja auch nicht beliebig Fässer da hochballern. Das ist ja auch irgendwie beschränkt. Und ich finde zum Beispiel auch dadurch, dass du bei der Weinmesse... dass das immer auf das Vorjahr wieder aufbaut. Also auch was jetzt Geschmack und Geruch und Alkoholgehalt und sowas angeht, ist es ja schon relativ klar, in welche Richtungen du gehst. Also es ist nicht so, dass du dich dann jedes Jahr wieder auf irgendwas Neues einstellen musst, sondern es zeichnet sich schon ab. Natürlich kannst du dann dadurch auch besser planen, aber wenn du da halt am Anfang zum Beispiel den Anschluss verlierst, dann hast du da auch keine große Chance, irgendwie noch hinterherzukommen. Genau, und ich fand, wie gesagt, dass die ganzen Elemente jetzt nicht so den tollen, die tolle Verwebung haben, wie es in anderen Spielen von Lacerda war oder ist. Eine Frage, die mich jetzt quält, in Anführungszeichen. Du bist ja nicht so großer Fan von Viticulture.
Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Viticulture oder Vinius, was wäre jetzt das Spiel, das du eher vorziehen würdest? Das ist jetzt eine böse Antwort. Viticulture, weil das dauert nicht so lang. Damit habe ich fast gerechnet. Oder dass du sagst, Viticulture, weil es nicht unnötig verkopft ist. Ja. Also Viticulture würde ich tatsächlich mit der Erweiterung vom Uwe Rosenberg, mit den Besucherkarten vom Uwe Rosenberg, würde ich sie mal probieren. Weil die ja nicht so swingy sind. Hast du Viticulture mit der Tuscany oder ohne Tuscany gespielt? Mit? Mit. Immerhin. Ja, ja. Ja. Aber trotzdem. Okay. Alles. Ich glaube auch, dass das Viticulture, das komplette Weinelement und was man so da tut und so, das fühlt sich einfach ein bisschen fluffiger an und vollmundiger als Vinos. Ich hätte mir ein Gläschen Wein beistellen sollen. Vinos finde ich auch ganz komisch. Ich habe es ja auch bisher nur mit Gwen gespielt. Ein oder zwei Mal. Und es war so, dann lieber Gallerist, hat sie gemeint. Das würde ich auch gerne nochmal spielen. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Aber vielleicht eine Frage an euch. Habt ihr denn ein Weinspiel, das wirklich gut ist? Weil weder Viticulture noch Vinos haben mich bisher überzeugt. Ich hoffe auf eure Tipps. Weinspiel. Mir fällt jetzt gerade zum Thema Trinken nur noch Abdanktrank ein. Ja. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen dazu im Vergleich. Ja, was darf bleiben? Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Spiel und das darf ja bekanntlich bleiben. Ich habe Keyflower gespielt. Genau, ich weiß auch nicht, warum das so ewig lang gedauert hat, bis es bei mir auf den Tisch gekommen ist. Ich finde die Optik schön. Ich mag Worker Placement. Mhm. Der Matthias hat schon ewig davon der lobt es ja hoch und runter. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, es hat einen Auktionsmechanismus und das ist eigentlich nicht so meins, aber der ist hier tatsächlich echt clever. Mhm. Man bietet für einen Teil, dann bietet der andere mehr und wenn man dann wieder dran ist, kann man entscheiden, ob man selber nochmal mehr bietet oder ob man seine Männchen einfach wieder wegnimmt und woanders hin verbietet. Ja. Mhm. Und das finde ich super cool, weil du gehst ja nicht wirklich ein Risiko ein. Ja. Und das finde ich bei Auktionen immer so ein bisschen, also es gibt ja auch zum Beispiel Auktionen, wo du was bietest und wenn du nicht der Meistbietende bist, dann ist es einfach auch weg vielleicht. Ja. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Aktionen. Auktionen. Und ich finde es immer schwer, wenn man nicht weiß, was der Gegenstand wert ist, für den man bietet. Also da ist halt diese Lernkurve so ein bisschen das Thema. Deswegen habe ich Keyflower natürlich mit Leuten gespielt, die davor auch noch überhaupt gar keine Ahnung davon hatten. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Du kannst coole Kombos bauen. Man zieht Männchen aus so einem Beutel, die haben verschiedene Farben und du kannst für ein Gebäude, das du dir kaufst, oder auf das du bietest, kannst du immer nur Arbeiter der gleichen Farbe einsetzen. Mhm. Und so kannst du auch ein bisschen steuern, wer denn zum Beispiel überhaupt mitbieten kann. Du weißt zwar nicht genau, was die anderen haben, weil das ist hinter einem Sichtschirm, aber wenn du aufmerksam bist, dann weißt du zum Beispiel, okay, der hat jetzt vielleicht keine roten Miepel mehr aus der letzten Runde und dann kann er da nicht mehr viel davon haben. Und dann sagst du einfach, okay, dann biete ich halt zwei dafür, dann ist der schon mal aus der Auktion raus. Ja. Also da musst du natürlich auch ein bisschen aufmerksam sein. Mhm. Ja, tolles Spiel. Es gibt ja so viele Erweiterungen dazu auch und Promo-Plättchen und dann gibt es ja, Benny, du hast ja gemeint, Keeper hast du irgendwie noch und das taugt dir irgendwie nicht, oder? Keyflower und Keyflow. Ah, genau. Da gibt es neues Angler-Spiel, was auch Key irgendwas hat. Ja, also es gibt ja wahnsinnig viele Key-Spiele. Nee, keine Ahnung. Wenn die alle irgendwie ähnlich gut sind wie das hier, also ich werde mir jetzt so das ein oder andere Key-Spiel auf alle Fälle noch anschauen. Das interessiert mich jetzt. Ich glaube, Keyflow ist noch bei mir auf dem Stapel der aussortierten Spiele. Ich meine, es liegt da immer noch rum. Also kann ich auch beim nächsten Päckchen mit nach München schicken. Keyflower sagt man aber auch immer wieder, dass es das Beste sein soll aus der Key-Reihe. Mhm. Okay. Dann werde ich da erstmal jetzt wahrscheinlich die Erweiterungen testen, die es da gibt. Genau, habt ihr vielleicht irgendwie Empfehlungen? Was sagt ihr denn, wenn mir Keyflower gut gefällt, was ich mir dann unbedingt anschauen sollte? Welche Erweiterung und welchen anderen Teil der Key-Serie? Weil ihr kennt es leider nicht. Großartig. Also ihr habt es beide noch nicht gespielt? Nein. Dann sollte ich das vielleicht auch mitbringen, weil ich glaube, das könnte euch gefallen. Also Georg wahrscheinlich. Okay. Schätzen. Georg, unser alter Worker Placer. Ja. Ja, genau. Immer diese Miepel-Quäler. Hey. Was sagt da eigentlich die Miepel-Gewerkschaft dazu? Egal, anderes Thema. Genau. Was kommt neu bei dir drauf? Oder hast du noch was du jetzt aus dem Hut zauberst? Was ich jetzt vergessen habe? Nein, diesmal tatsächlich nicht.
Diesmal alles aufgestanden. Jetzt muss ich nur gucken, weil mein Kopfhörerkabel ist zu kurz. Ich lege mal kurz ab. Mhm. Neu auf meinem Pile of Future Glory. Archipelago. Das habe ich mir mal... genau, kennt das einer von euch? Sieht piratisch aus. Ja, es geht natürlich um ein kritisch beäugtes Thema, und zwar Kolonialisierung und zum Teil auch, also ich glaube, du kannst... Ich bin mir nicht, ich habe es ja noch nicht gespielt. Also ich glaube, du kannst dich mit den Ureinwohnern oder mit den dort lebenden Völkern, kannst du dich auch verbünden, und dann kommst du zu einem Aufstand, oder du kannst auch diese Aufstände niederschmettern. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie krass dieses Thema in dem Spiel verarbeitet ist und ob es tatsächlich auch von beiden Seiten beleuchtet wird oder ob es sehr einseitig ist. Mhm. Ich habe es mir auf der Messe in Essen geholt, und zwar in beim Heidelbeer Resteverkauf für 15 Euro, weil hier eine Delle drin ist. Und ja, das war mir halt wurscht. Und ja, seitdem steht es aber halt bei mir im Regal ungespielt, weil es, glaube ich, auch ein bisschen konfrontativer ist, wie mir das lieb ist. Ja. Okay. Aber ich werde es mal probieren. Also wenn ihr das gerne sehen würdet, okay, würde es mich interessieren. Also es interessiert mich schon, weil es hat auch gute Bewertungen gekriegt. Das hat irgendwie so eine 7,3, glaube ich, auf BoardGameGeek. Mhm. Ja, und Piraten sind ja schon auch immer cool, wenn da welche drin sind. Also ich meine, wenn man so die Mechanismen anguckt, das ist ja wirklich interessant hier von wegen Area, also Gebietskontrolle, Auktion, beziehungsweise also Auction Bidding. Oh, Auktion schon wieder. Ja. Tile Placement, Worker Placement, Modular Board. Also ja, und was? Semi-kooperativ? Okay. Ich glaube, das Semi-Kooperative ist, dass quasi kein Aufstand ausbricht. Ah, okay. Ja, es steht auch schön drin, pass auf, dass die Einheimischen nicht zu, von wegen, wo war das hier? Dass sie nicht zu unglücklich sind. Ja, klar. Ja. Genau. Klingt witzig. So ein kooperatives Element in einem kompetitiven Spiel hat schon was. Ich denke da jetzt gerade nur an, wie heißt das Spiel mit dem Deich? Das tiefe Land. Tiefe Land, genau. Ja. Aber es ist halt auch schwierig, finde ich, das richtig gut einzubauen. Ja. Tiefes Land hat es gut gemacht, aber Tiefes Land habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gespielt, und jetzt reicht es mir auch. Okay. Also, ja, habe ich, glaube ich, ausgespielt für mich. Ja, das haben wir, glaube ich, sogar zusammen gespielt, gell? Ja, hatten wir zusammen. Als nächstes Automania. Oh. Aha. Das kleine Kanban vielleicht? Keine Ahnung. Das habe ich mir gekauft, weil es einfach günstig in dem Weihnachtskalender von Milan-Spiele, glaube ich, herging. Und ich dann für 10 oder 15 Euro auch Automania mir gekauft habe. Und wie das immer mit diesen billigen Spielen ist, da denkt man sich, boah, cool, ja, spiele ich bestimmt irgendwann. Ja, und seitdem steht es im Regal, und das ist bestimmt schon 3 Jahre her jetzt. Vielleicht auch erst 2, ich glaube 3. Ja. Schon jemand von euch gespielt? Nee, aber ich kenne das Problem mit von wegen günstigen Spielen. Oh, das wollte ich unbedingt mal haben. Jetzt kaufe ich es. Jetzt kaufe ich es. Und dann liegt es 5 Jahre im Regal. Ja. Das ist quasi dein Automania ist mein Riverboat. Ja, bei mir ist es New Angeles. Das wurde ja damals wirklich verramscht par excellence auf der Messe, ne? Es sind halt auch alles keine richtig schlechten Spiele. Die haben auf BoardGameGeek alle irgendwie über 7 Punkte. Also Automania hat auch 7,3, wenn ich es richtig habe. Mhm. Also eigentlich müssten sie schon gut sein, aber vielleicht sind sie halt einfach nicht so gut. Ja. Mhm. Ja. Das letzte Spiel habe ich allerdings nicht so billig bekommen, und das ist nicht aus diesem Grund bei mir in der Sammlung. Und zwar das Kartenspiel von Troyes. Und das ist bei mir in der Sammlung, weil ich Troyes einfach geil finde. Okay. Wie heißt das genau? Und Tournai. Tournai? Mhm. Ja. Und ein Kumpel von mir, der Linus, hat das, ich glaube, der hat das sogar. Und der fand das ganz gut. Und es ist wohl ein gutes Zweispielerspiel. Tournai. Also man kann es auch zu mehrrad spielen, zu viert, wenn ich... Ja genau, 2 bis 4. Aber auf BoardGameGeek steht, dass es am besten für 2 Leute geeignet ist. Und Zweispieler-Kartenspiele sind eh immer gerne gesehen bei mir. Okay. Ja. Und ich mag tatsächlich auch die Optik. Diese Mittelalter-Optik finde ich cool. Genauso wie bei Troyes.
Das ist auch was Besonderes in der Sammlung. Das gibt ja nicht viele Spiele, die diese Optik haben. Das stimmt. Das sind meine drei neuen Spiele auf dem Pile of Future Glory für euch zur Auswahl. Und ich habe euch auch meine alten nochmal alle mitgebracht und halte die noch einmal kurz in die Kamera. Space Station, Strange Vending Machines, Raiatea, dann habe ich Founders of Gloomhaven noch nicht gespielt, damals vom Isaac bekommen. Dann Arcadia Quest. Mhm. Rise to Nobility. Da habe ich übrigens gerade ein Tauschangebot. Da würde gerne einer gegen Wunderbare Welt tauschen mit zwei Erweiterungen. Da können wir uns gleich nochmal unterhalten, ob das Sinn macht, das zu tauschen. Aber es ist ja noch auf meinem Pile, also von daher kann ich das ja einfach rauswählen und dann kann ich es... Nein. Watson and Holmes. Dann mit Dennis zusammen Mürms noch auf dem nicht gespielten Stapel. Oh ja, tatsächlich, ja. Mhm. Und Underworld habe ich auch noch nicht gespielt, wobei ich habe zumindest mal dieses Einführungsspiel gespielt ohne die Karten. Das war aber mega langweilig. Das war einfach nur Figur ziehen, würfeln. Also das braucht ihr gar nicht spielen. Und blöderweise, die habe ich mir von einem Kumpel geliehen, da sind die richtigen Karten nicht drin für die Kriegsworte, die ich spielen wollte und deswegen habe ich es einfach noch nicht gespielt, sonst wäre das nämlich auch schon abgearbeitet. Okay. Das ist mein Pile. Jetzt seid ihr dran? Also wollt ihr erstmal? Ja, genau. Legt mir doch mal ein Spiel auf. Wer möchte anfangen? Dennis, komm, hau einen raus. Ich bin so unentschlossen heute. Ich bin auch relativ unentschlossen, muss ich sagen. Ich tendiere zu zwei Titeln. Dein erstes von neu heute. Neu. Mhm. Wo liegt's? Wo und was alles? Ja, ich hätte auch was Neues und was alles zu Hause. Okay. Und Strange Vending Machines. Oh. Das sah irgendwie schon immer witzig aus. Es sieht halt so total Banane aus, aber... Wahrscheinlich ist das auch so ein Titel, der irgendwie lustig aussieht. Man spielt es mal kurz, hat Spaß und dann fliegt es weg. Aber mal gucken. Also Strange Vending Machines wäre wahrscheinlich auch was, was wir mal zusammen spielen könnten. Ja, dann nehme ich doch einfach mal das und guck, was der Benny nimmt. Strange Vending Machines. Strange Vending Machines. Jetzt machst du mir das Leben nicht einfacher. Ach ja. Ich beeinflusse jetzt unsere Zuschauer minimal, indem ich einfach mal sage, was ich alles so gerne dir aufdrücken würde. Vielleicht findet sich der ein oder andere. Rein damit ich mitreden kann, würde ich dir unglaublich gern Arcadia Quest aufdrücken. Ja, befürchte aber, dass es ein Spiel ist, was dich nicht glücklich machen wird. Uns auch extrem von der Gruppe abhängt, ob das Spiel zündet oder nicht. Ich habe es noch im Regal, weil ich auch Masmorra damals in Kickstarter mitgemacht habe. Und deswegen wegen dem Crossover-Kit quasi die Figuren rüber wie nüber verwenden kann. Und es eigentlich immer ganz witzig fand, aber es ist halt so ein Spiel, was nicht ernst zu nehmen ist. Aber ich muss sagen, irgendwie reizt mich Tournai am meisten. Und deswegen würde ich dir das auferlegen. Wow, okay. Einfach nur, weil es mich interessiert. Ich kenne Trois nur das kleine Würfelspiel, das Roll and Ride, was ich nicht schlecht fand. Was aber viele gesagt haben, hey, es ist nichts im Vergleich zum Original Trois und mich das schon immer gereizt hat und ich noch nie die Gelegenheit hatte. Und deswegen darfst du mir jetzt sagen, ob das Kartenspiel was taugt. Aber du hast Trois noch nicht gespielt? Nein. Ich auch nicht. Okay. Sollen wir das irgendwo mitschreiben? Weil ich glaube, ich muss gar nicht... Ja, ich glaube, wir sollen mal zu euch kommen. Also du kannst nicht mit dem Zug kommen, du musst mit einem Auto kommen. Ne? Ich glaube es auch. Dann müsst ihr mich leider abholen. Ja, bis zum Bahnhof kannst du ja fahren und dann. Gut, dann haben wir von euch beiden diese Spiele. Jetzt kommt es auf euch drauf an. Was würdet ihr denn gerne noch sehen? Was soll ich demnächst mal auf den Tisch bringen? Blenden wir nochmal eine Liste ein oder so wahrscheinlich? Ja. Wir blenden hier nochmal ein Bildchen ein. Lass es so stehen und dann fotografierst du es so. Genau. aber die zwei Spiele nicht wählen, die sind schon richtig gewählt. Ja, das stimmt. Genau. Dankeschön. Das soll es gewesen sein für heute, oder habt ihr noch was? Das war's soweit. Nächstes Mal in 2 Wochen dann wieder mit einem Gast.
Und wenn ihr Gastwünsche habt, dann lasst uns doch mal wissen, wen wir hier in unser Format zerren sollen. Wir haben ja schon eine Liste, die nicht gerade klein ist, mit internen Vorschlägen. Aber wenn ihr da jemanden habt, wo ihr sagt, den wollt ihr unbedingt mal sehen, lasst uns wissen, schreibt es uns in die Kommentare. Und das natürlich kann auch der nicht Gast vergessen. Sein. Ja, der Gast vielleicht kann auch sagen, hey, vielleicht wollt ihr auch der Gast sein, richtig? Ja, genau. Das Format wird weiterleben. Es kann sein, dass wir ein paar Änderungen vornehmen, aber das beschnacken wir intern bis zum nächsten Mal. Und ihr schreibt hoffentlich fleißig in die Kommentare, Hashtag POFG, also Pile of Future Glory, und euren Titel, den Flo spielen soll, weil Show Must Go On. Genau, und das nächste Mal ist dann der Steff wieder dabei, der uns sagt, was er gespielt hat. Richtig. Ja. Und der neue Gast, da bin ich echt gespannt. Genau. Das weiß ich nämlich auch noch nicht, wer bei uns vorbeischauen wird, wenn du das rausgesucht hast. Cool. Dann passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und spielt schön fleißig. Genau. So ist es. Macht's gut. Bye bye. Ciao. Ciao.